Hallihallo, da sind wir wieder bei einer wunderschönen neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Wir machen uns auf, hier unten die nächste Quest uns aufs Tablett zu zerren. Mal sehen, was die sagen, die netten Leute. Auf geht's. Okay, doch nicht so nette Leute. Los, du alter Sack, deine Tage sind gezählt. Keine Angst. Für dich habe ich noch genug übrig. Du bist lahm und schwach. Du kannst kaum schlagen. Das ist gut. Du wirst dir bloß die Knochen brechen. Ja, aber... Hallo, aber schon Boden. Durchaus auch Muskeln, der Kerl. Hilf dem alten Kämpfer. Interagieren. Hey! Runter von ihm! Lass ihn in Ruhe! Wer bist du? Willst du auch was ab? Na gut, dann komm, du Held! Jetzt! Na? Haben wir genug? Ha, Idioti, kannst du laut sagen. Du bist doch zu alt, um dich auf der Straße zu prügeln. Wirst du mich jetzt etwa auch noch so beleidigen? Jugend ist ein Geisteszustand, Junge. Die Götter altern nicht. Aber danke für deine Hilfe. Es ist schön, einen Raufkumpan zu haben. Dein Kampfstil ist ungewöhnlich. Gefällt mir. Ich stecke viel ein. Eine überraschende Strategie mit gut platzierten Narben und inneren Blutungen. Warum hast du gekämpft? Ich kämpfe schon seit langer Zeit. Ich war schon ganz oben, da hingst du noch an der Zitze. Ich muss kämpfen. Was meinst du? Hast du irgendwie Ärger? Ärger? Nein! Ich mache mein Geld mit Straßenkämpfen. Nicht jeder kann sich die gälischen Brüder in der Arena leisten. Ich gebe eine Kostprobe hier draußen. Wenn man gewinnt, lohnt es sich auch. Wenn ich nicht gekommen wäre... Hätte ich mal wieder verloren. Grausam, was das Alter einem antut. Hades, ich vermisse die Arena. Ich war einmal gut. Der Liebling von Pompeius. Das Kämpfen hier draußen bringt Brot. Aber man bekommt keinen Ruhm. Nichts ist besser als die Schreie 30.000 blutrünstiger Anhänger. Die Arena hat mir auf jeden Fall eine Nase für Talent gegeben. Und du hast welches. Mit etwas Hilfe könntest du auch so aussehen. Warum machst du nicht den nächsten Kampf? Nach den paar Niederlagen brauche ich eine Pause. Unter einer Bedingung, Alter. Nach diesem Auftrag suchst du andere Arbeit. Jugend ist ein Geisteszustand. Sie ist hier oben. Mhm. Schön, da wären wir. Unterschätze ihn bloß nicht. Halt deine Hände oben. Du lässt beim Haken deine Rechte sacken. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Naja. Wieder die alte Rübe, die sich eine Abreibung abholen will. Immer diese Schmähungen. Das wird noch schlimm für dich enden. Jugend ist ein Geisteszustand. Heute habe ich was Besonderes für dich. Jugend ist ein Geisteszustand. Großvater hat einen Sekundanten. Na los, mein Hübscher. Lass sehen, was du kannst. Das hast du nicht abgemacht, du fieser Greis. Ich bin raus. Wer ist jetzt der Feigling, du Schlappschwanz? Komm zurück und kämpf zu Ende.
Was willst du hier für Leute ins Boot? Ein schöner Anfang. Fast schon Arena-würdig. Wie heißt du, mein Sohn? Bayek von Siva. Und ich habe schon in der Arena gekämpft. Kein richtiger Kämpfername, oder? Wir wollen was Einprägsameres wie der Schönling aus Siva. Lass uns später drüber reden. Erst wird geübt. Geübt? Hör mal, Alter. Heute Abend wird gekämpft. Treffen wir uns bei Sonnenuntergang, ja? Oben auf dem Leuchtturm. Wir als Arena-Meister müssen uns jetzt in irgendwelchen Straßenkämpfen verdingen? Weiß ich nicht, Digga. Ja gut, dann... Ich will noch mal kurz hier hinten gucken, ob es hier irgendwas gibt. Wahrscheinlich nicht. Achso, das ist bloß die Arena. Ja, ja, gut. Lass uns einfach mal hochgehen und dann meditieren wir da oben und dann kämpfen wir. Ist, glaube ich, einfacher. Tag. Ja, gut. Ja, gesprächig sind die ja alle irgendwie nicht. Sind wir hier nur hingeraten, Leute? Wundervoller Nachthimmel. Schön hier oben. Wo ist dieser alte Narr? Er ist spät dran. Bayek, hier unten! Was machst du da unten? Wir sagten doch oben! Beeilung, komm runter! Wir müssen zu einem Kampf! Das musst du jetzt da erstmal rein. Ja, komm. Warum hast du mich zur Spitze des Leuchtturms geschickt? Ich muss dir mal etwas sagen. Hilarus nimmt das ab jetzt ernst. Schüler hinterfragen ihre Lehrer nicht. Hey, alte Rübe, du bist nicht mein Lehrer. Ich liebe diesen Leuchtturm. Hatte dort mein erstes Mal. Ich wollte, dass du ihn siehst. Ja, und das Klettern ist gut für die Lungen. Die Belohnung war der Ausblick. Das war's doch wert, findest du nicht? Das war's wohl. Es ist immer gut, sich die Zeit zu nehmen, die Schönheit der Welt zu bestaunen. Siehst du? Mein Wahnsinn hat stets Methode, Bayek. Vergiss das nicht. Was wird das jetzt? Ein Wettlauf zum nächsten Kampf! Wie soll ich denn den gewinnen? Bewegung, los! Oh, bei allen Göttern! Du verlierst doch nicht gegen einen Greis, oder? Ist es nötig, die griechischen und ägyptischen Einwohner zu trennen? Von dem neuen Arrangement... Anscheinend nicht, ne? Weil ich Ausdauer hab. Alter Greis. Na. Ruh dich aus, Großvater. Zeig deinem Lehrer etwas mehr Respekt. Ich bin in der Arena stundenlang im Kreis gerannt. Pompeius nannte mich das Kamel des Hermes. Ich wurde nie müde. Bayamun, du bist nicht mein... Pompeius verglich dich mit einem Kamel? Hilarus Maximus, das Kamel des Hermes. Hilarus, du musst doch noch etwas anderes können außer kämpfen.
Was soll's da noch geben? Ich kämpfte mal gegen eine ganze Garnison. Kannst du das? Ja, ich hab's versucht. Wir haben noch einen Kampf zu kämpfen. Talan! Hilfe, Hilfe! Es ist Herkules! Du gehörst mir, Helena von Troja. Du entkommst mir nicht. Ja, das ist ein Hurenhaus. Das ist deine nächste Lektion. Du darfst dich auf keinen Fall ablenken lassen. Unser letzter Kampf ist drinnen. Du bist der Herausforderer? Das wird bestimmt ein Genuss. Komm schon, die warten. Bayek, komm erst zu Atem. Das wird sicher sehr hart. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist. Bewegung, los! Hätte ich mich hier ablenken lassen? Warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken. Das hier, ein griechisches Liebesgedicht. Ja, ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Ja, das haben wir auch schon mal gelesen. Ich glaube, wir waren hier schon. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja, gut, okay. Dann sind wir natürlich bereit. Oh, der ehrschmächtige Hilarus sucht seinen verlorenen Ruhm. Die Gerüchte sind also wahr. Du versteckst dich heutzutage hinter einem Hauslöwen. Das nützt nichts. Ihn schlage ich wegen des Geldes, danach schlage ich dich zum Vergnügen. Ja, das war's. Ja. Verfluch, du verlogener Greis! Wenn du Freunde mitbringen kannst... Ah, so soll es hier also laufen. Dann bin ich aber auch dabei. Really? Wegen so ein paar Klappspaten? Gut. Das war eine gewinnende Vorstellung. Können wir dich vielleicht fest einstellen? Du musst nur stark aussehen und dich um Ärger kümmern. Du würdest gut umsorgt werden. Unglücklicherweise habe ich Verpflichtungen. Wie wäre es mit einem echten Meister der Arena? Hilarus hier war der Liebling von Pompeius. Du bist etwas alt, machst aber eine gute Figur. Steckt denn noch genug in dir? Ob ich... Nibet, ich bin Hilarus. Jugend ist ein Geisteszustand. Du wirst sicher mehr als zufrieden sein, wenn mein Schützling mich freistellt. Dann komm. Besprechen wir beide das mal unter vier Augen. Manche Quests in diesem Spiel, gut. Wir haben ja zum Glück hier noch Sobeks Tränen als Nebenquest. Wir sind im Vorteil. Was ist mit dir los? Aus dem Weg! Pass auf. Ihr lauft hier einfach durch die Wohnstube oder was? Was ist mit euch verkehrt? Alles gut, Philos. Beschaff den Kyrios! Bewegung, los! Ich schlitze dich auf! Was war, weil ich jetzt die... Aus dem Weg! Den Weg frei. Weil ich jetzt die Treppe runtergesprintet bin, haben sie mich angegriffen. Hm? Ja, nö, klar, macht Sinn. Scheiße, das ist nicht gut.
Ich frage einfach nicht, was sie machen, ne? Ich lasse sie einfach mal. Bei den Ptolemäern am besten einfach wirklich nicht fragen, was mit denen los ist. Da kommt sowieso nichts Sinnvolles bei. Kommst hier nicht vorbei. Alistenden, Kelisma, Euseia, Dissinasven, Esven. So, was haben wir denn hier? So, Backstreet. Hast du die Augen gesehen? Da ist was faul. Ein Fluch. Das ist gewiss ein schlechtes Omen. Etwas Grässliches wird geschehen. Na dann, muss das Ich dachte, die heiligen Krokodile von Krokodilopolis wären zahm. Ich weiß nicht, was da los war. Petersuchos hat noch nie jemanden angegriffen. Seine Augen wurden rot. Hast du's gesehen? Zürnt Sobek uns etwa? Neck. Selbst die Götter wenden sich von den Menschen ab. Wo ist Petersuchos jetzt? Unser Priester Sehetep brachte den Gott zurück zum Becken im Tempel. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Irgendetwas ist hier faul. Ich sollte mir das Krokodilgehege anschauen. Die sind wirklich friedlich. Das ist cool. Na gut, dann schauen wir uns mal hier drin. Warum ver... Was? Keine Spur vom Priester. Blutige Tränen. Petersuchos ist aufgebracht. Petersuchos. Ich bleibe lieber unbemerkt. Wie soll man denn von dem Namen auf Petersuchos, Petersuchos kommen? Funktioniert doch nicht. Vermeide es, das heilige Krokodil anzugreifen. Oh, okay. Geht so ein Gang. Jemand wurde hier verletzt und ist dann die Treppe hochgegangen. Eine faulige Flüssigkeit. Ah, der Gestank brennt in den Augen. Ah, Nick. Kadaver. Angekaut, nicht gefressen. Mhm. Was ist das für einer? Ein Hund oder was? So, kann ich von... Na, ich gucke schau. Muss hier. Ich muss doch da hin. Ich probiere das nochmal. Geh nochmal hier hoch. Geh, kletter mal oben drüber. Geh auf der anderen Seite wieder runter und geh dann mal in diesen Zwischengang rein.
Das ist für mich gerade die einzig sinnvolle Lösung von dem Ding. Genau. Ein Priestergewand. Es ist voll mit Blut. Wer auch immer das trug, war schwer verletzt. Die Blutspur führt nach draußen. Aber ich will erst mal hier lang gucken. So, wisst ihr, hier wären wir nämlich gar nicht durchgekommen. Und da auch nicht. Zerfleischt von Krokodilen. Was hat er hier gemacht? Na, die Leute hier vergiftet oder was auch immer. Notiz eines ptolemäischen Soldaten. Gift für Krokodile. Warum legen wir uns mit den Krokodilgöttern eigentlich an? Mische in einer sauberen Fiole den Inhalt einer braunen und einer schwarzen Fiole. Nur eine pro Krokodil in ihren Fressen. In ihr Fressen, so rum. Vorsicht, zu viel ist tödlich, aber sie sollen ja nur krank werden. Zweitens, hol dir das große Krokodil. Die anderen sind nur ein Bonus. Drittens, nicht mit bloßen Händen anfassen. Schwärzt die Haut, brennt wie Sau. Zu guter Letzt, triff die Giftmischerin am südlichen Hafen, wenn du fertig bist. Melina der Hibiskus, wie die Blume. Achte darauf, den Namen richtig zu sagen. Sie hat schon Menschen getötet, die ihn einfach falsch ausgesprochen haben. Das war der Mann, der die Krokodile vergiftet hat. Er hat die Befehle von Melina, dem Hibiskus, bekommen. Ein schöner Name für eine Mörderin. Sie ist beim Neorion Marina Arsenal im Süden. Dahin müssen wir. Ja, gut, das... Wagt es, einen Gott anzurühren. Ich erledige die Blasphemikerin. No. Ich würde sagen, das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Weil ich denke, da wird noch ein bisschen was dazukommen. Wir werden uns eventuell noch dort durchkämpfen müssen durch den Hafen, weil da ist ein Fragezeichen. Ist es nicht? Keine Ahnung, aber fühlt sich gerade so ein bisschen danach an. Bewegung, los! Bleibt hinter mir, Kyrios! Ist ja einfach nur anrempeln und die Leute wollen einen schon umbringen. Das sind die Ptolemäer. Das sind sie halt einfach, ne? Die sind einem einfach nur in den Weg gerannt. Aber wir sind die Arschlöcher, die angegriffen werden müssen. Naja. So läuft das hier in dem Haus. Mann, Mann. Ja. Wir sind aber auch massig von den Leuten, ne? Muss man jetzt mal auch ganz klar sagen. So, gut, vielleicht schaffen wir es ja doch noch. In der Folge jetzt. Wir gucken mal rüber, aber wenn das jetzt hier wieder mit... Wenn das hier drüben wirklich dann so ein Garnisonsding ist... Dann machen wir das wirklich erst in der nächsten Folge. Das können wir nicht jetzt machen. Halt! Genau aus dem Grund. Also, dann wissen wir ja, was wir als nächstes zu tun haben. Wir gehen hier rein, machen die Leute platt und sprechen mal mit dieser komischen Giftmischerin. Und dann versuchen wir den Rest mal aufzuklären. Bis dann. Cheerio, macht's gut.